Okay, Leute, dann machen wir jetzt mal kurz weiter. Oh, Schild weg, Schild weg. Da liegt zum Glück ein Medipack. Sterben nach 2 Sekunden, wie immer. Das meine ich. Moment, da liegt. Da ist auch noch ein abgestürztes Kampfschiff. Was liegt denn da? Die Railgun. Rocket Launcher, noch eine Rakete. Railgun. Keine Railgun. Railgun, wo bist du? Wir vermissen dich. Hättest nicht mal in der Zeit oft gucken können, wie lange du aufgenommen hast? Ging nicht, da hätte ich das Spiel für beenden müssen. SHG Alt entfernen hilft oder Alt Tab oder. Ja, Shift Alt geht ja nicht. Habe ich alles schon ausprobiert, geht nix. Nikes. PC herunterfahren. Ja, toll. Speichern, wann das Spiel beenden, dann gucken, Spiel starten, Spiele ab. Zu umständlich. Wäre auch eine Möglichkeit. Verstärkung ist unterwegs, aber unsere Jungs können nicht landen, solange die Plasmas feuern. Plasmas? Magst du eigentlich Age of Empires? So, nein, hab ich nicht. Nein, magst du es? Jo. Es ist von Ubisoft. Naja. Dam, 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 dam. Scheiße. Was dort? Ich will vielleicht mal Cross-XLP nicht gucken, ob es das ich schon gibt. Ich schicke ein paar Bomber, um das Hindernis zu räumen. Ja, danke sehr, wäre echt mal nett. Na, das ist jetzt mal toll. Ich bin fast tot und das Medipack liegt da hinten direkt in der Masse drin. Let's play Cross-Hex. Mal gucken, ob es das gibt. So. Leute, wenn ihr jetzt Cross-Hex iPad, ne, ihr kriegt alle von mir eins drauf. So, ich will jetzt den scheiß Plasma erleben. So, der ist erledigt. Okay, das Spiel gibt es nicht als LP. Das freut mich. Juhu. Was? Das Spiel ist Bombe, Mann. Ultimativ schwer, selbst auf einfach, aber Bombe. Mhm. Das ist so Renaissance-Zeitalter. So mit Kanonen und Holzschiffen und so. Oh, der Sonnenplasma, den hab ich jetzt gar nicht gesehen. Boah, Hilfe. Nicht in die Lava rennen, nicht in die Lava rennen. Hast du die Mission eigentlich schon mal geschafft? Hier ist Eagle 1. Was hab ich geschafft? Schon mal die Mission. Koordinaten bestätigt. Voller Schub. Eagle 2 und 3 bitte folgen. Wir haben nur einen Versuch. Boah, darf ich das gar nicht fragen bei einem Blind One. Also das Level ist jetzt eigentlich blind bis auf die Stelle gerade, wo ich verreckt bin. Beim Spiel finde ich die deutsche Synchronisation ein bisschen, naja, sage ich mal so. Nenn's mal naja. Die Soldaten wollen ja keine alle wie auf Helium. Nehme ich mal den Raketenwerfer und zwar den richtigen, nicht den Multi-Rocket Launcher. Boom. Ich wollte jetzt irgendwas machen. Ich wollte irgendwas machen, aber da bin ich irgendwie auf deinen Kanal gelandet und jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Naja, so kriege ich wohl meine ganzen Kanalklicks und da ich ja auf Autoplay gestellt habe, kriege ich somit auch bei dem aktuell geladenen Video die ganzen Klicks. Danke sehr. Diesmal bin ich aber besser als beim letzten Mal, wo ich verreckt bin. Ich mache mir mal eben noch 10 Nebenaccounts und dann edite ich dich mit jenen. Naja. Let's Player 1, Let's Player 2. Und das Essen ist fertig. Naja, ciao, man sieht sich, Leute. Naja, ciao. Soll ich auflegen? Mir egal, du kannst ja so lange drin bleiben.
Oder ja, okay, man sieht sich. Naja. Hier Eagle Wings. So. Habe Sichtkontakt zum Ziel. Ziel der Kerl ist sich mal eben am Vollstopfen. Feuer! Eagle 2 und 3. Feuer frei. Over. Was? Wie? Was? Feuern? Okay, geschafft! Kämpfen Sie sich durch und folgen Sie dem verdammten X-Bug! So, weiter geht's. Mir ist jetzt egal, wie lange ich aufgenommen habe. Ich mache einfach einen Schnitt da, wo es passt. Und zur Sicherheit hier einen Zwischenspeicherstand. So, fortsetzen bitte. Fortsetzen und weiter geht's. Ab jetzt wird das Spiel wörtlich blind. Hoffentlich ist das Loch groß genug. Die Bugs sammeln sich unweit ihrer Position. Wir greifen jetzt an und dann verschwinden wir. Viel Glück, Jungs. Over and out. Wir müssen an diesen Bugs vorbei, sonst hängt er uns ab. Boah, jetzt reicht's mir. Ich liebe die Carabin. Juhu! Aber ich habe immer noch nicht diese beknackte Railgun gefunden, die hier angeblich irgendwo liegen soll. Aha. Ach, bist du endlich mal verreckt. Okay, ich bin jetzt mal extrem vorsichtig. Fortsetzen. Er könnte sie mühelos abhängen. Warum flieht er nicht? Ich glaube, ich weiß, was hier abgeht. Gleich kommt irgendeine Überraschung bestimmt. Irgendeine schöne Überraschung. Irgendetwas, was ich gebrauchen könnte. Wie eine Railgun zum Beispiel. Wow, was ist? Wir haben den X-Bug verloren. Er ist nicht mehr auf dem Scanner. Hauser hat sich geirrt. Nein. Nein. Verdammt. Gut, dass ich zwischengespeichert habe. Da wollte ich nämlich jetzt nicht runter. Laden. Die überlebenden Bugs haben sich in die Krater des Hesperus zurückgezogen. Okay, los, weiter. Ich will endlich fertig werden. Er könnte sie mühelos abhängen. Warum flieht er nicht? Ihr blöden Insekten. Muss ich jetzt etwa da runter? Muss ich jetzt allen Ernstes da runter? Boah, ich nie gesehen. Ach, Railgun, ich hab die Railgun gefunden. Muss ich jetzt allen Ernstes da runter? Oi. Und ich dachte, wir beide würden das gemeinsam durchstehen. Das kann doch nicht. Vor allem mit dem ganzen Blasters da unten, die killen mich doch alle mit einem Schuss. Die überlebenden Bugs haben...
Naja, zum Glück muss ich jetzt nicht so viel nochmal neu machen. Aber ich habe jetzt eine Railgun gefunden. Er könnte sie mühelos abhängen. Warum flieht er nicht? Ich weiß jetzt gar nicht, werde ich eigentlich getroffen, wenn ich jetzt hier einfach weiterlatsche? Da liegt auf jeden Fall die Railgun. Hier ist sie, hier ist sie, hier ist sie und... Hey, ich prüge nicht ab. Wir haben den X-Pack verloren. Er ist nicht mehr auf dem Scanner. Hauser hat sich geirrt. Wie soll ich denn... Hallo, wie soll ich denn da runterkommen? Kann mir das mal einer verraten? Ich dachte, wir beide würden das gemeinsam durchstehen. Mein Gott, ey. Die überlebenden Bugs haben... Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal nur die Railgun haben. Er könnte sie mühelos abhängen. Warum flieht er nicht? Da liegt sie, da liegt sie, da liegt sie. Schnell zurück, 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 zurück. Scheiß Fireflies. So, jetzt kann ich mich einigermaßen in Sicherheit bezeichnen. Jetzt wollen, dass ich da runtergehe. Wie soll ich das denn schaffen? Ich kratze doch jedes Mal ab. Wie, das waren jetzt alle? Sehe ich da einen schmalen Pfad nach unten? Wir haben den X-Pack verloren. Er ist nicht mehr auf dem Scanner. Hauser hat sich geirrt. Ich habe es geschafft. Ich bin unten. Oh, Sentinel.
Ja, auf solche Kleinigkeiten wie so einen kleinen Trampelpfad nach unten sollte man achten. Und da ich jetzt nicht weiß, wie lange ich aufgenommen habe, mache ich jetzt mal Schluss und sage dann mal ciao, bis zum nächsten Mal von Starship Troopers. Bis denne!